Pieps, Pieps, hallo, hier unten. Ich bin's, die Waldmaus. Da hättest du mich fast übersehen, stimmt's? Mit meinem hellbraunen oder rotbraunen Fell bin ich auf dem Waldboden gut getarnt. Gut für mich, denn so sehen mich Fressfeinde wie Eulen, Marder oder Füchse nicht. Und außerdem bin ich klitzeklein. Mein Körper ist nur 10 cm lang, dafür aber mit einem genauso langen Schwanz. Du erkennst mich zudem an meinen großen schwarzen Augen, meinem weißen Bauchfell und meinen Barthaaren an der Schnauze. Gerade gehe ich ein bisschen spazieren und suche nach ein paar Blättern für mein Zuhause. So ein Mäusebau unter der Erde muss schließlich mit etwas weichem Moos und kuscheligem Laub ausgepolstert werden, damit ich nicht friere. Pieps, pieps. Und danach suche ich noch nach etwas Essbarem. Schließlich muss ich für den Winter noch Vorräte in meinem Bau anlegen. Ein paar Bucheckern und Eicheln wären toll. Die knacke ich dann mit meinen kräftigen Vorderzähnen. Aber Insekten, Pilze, Beeren oder andere Waldfrüchte mag ich auch. Also, wenn du was Leckeres siehst, sag mir Bescheid. Sonst fressen es noch meine Verwandten weg. Vielleicht kennst du sie, die Haselmaus oder die Hausmaus zum Beispiel. Pieps. So, ich mach mich wieder an die Arbeit. Pieps bald.